Mann live aus Bad Arolsen. Ich habe zwei Bewerberinnen von unserer aktuellen Superfasswahl mitgebracht, nämlich Marie und Jeanette. Und ihr seht Horst TV. Ich bin jetzt gerade vom 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring hergekommen, hier nach Bad Arolsen zum Porsche-Treffen. Und ja, ich freue mich, bin auch gespannt, was ihr hier alles so machen wollt. Und irgendwann, ich weiß nicht genau wann, da müsst ihr die Organisation fragen, gibt es die Autogrammstunde mit mir, kommt zahlreich und ja, lassen wir uns mal überraschen, was der Tag so bringt. Ich bin gespannt. Ich habe gelesen, du machst hier auch Renntaxi. Können wir das heute auch nutzen oder ist das nur hier zur Show, das Auto? Das Race-Taxi nutzen können wir heute nicht, alleine schon, weil es hier nichts gibt, wo es rumfahren darf. Es ist ein Rennauto und darf auf öffentlichen Straßen natürlich nicht fahren. Aber wir können natürlich gerne über verschiedene Termine sprechen. Wir sind noch an bestimmt 20 verschiedenen Rennstrecken in diesem Jahr. Und wer da Interesse hat, spricht mich einfach mal an und wir können einen Termin vereinbaren. Wir sind noch in Oschersleben am Nürburgring, am Sachsenring, in Spa in Belgien und an verschiedensten Orten. Gibt es dafür eigentlich auch einen Führerschein? Nee, leider nicht. Ja, wie Thomas Sandmann schon gesagt hat, mit dem Race-Taxi können wir hier leider nicht fahren, aber 1 PS reiten und Porsche fahren im Schritttempo, das geht okay. Wir sind in Teil 2 unseres Filmberichts über das Porsche-Jahrestreffen 2016 auf Schloss Arolsen und wir kommen gerade rechtzeitig zur offiziellen Begrüßung. Ja, vielen Dank, liebe Freunde der Marke Porsche. Ich bin einmal mehr beeindruckt, so viele große Werte hier im Residenzschloss beobachten zu dürfen. Historische Fahrzeuge, junge Fahrzeuge, vor allem aber eins, viel PS, viel Benzingeruch in der Nase. Wenn man sich jetzt den Fahrzeugen nähert, dann hat man ja gleich eine ganz andere Atmosphäre mit aufgenommen. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie einmal mehr Ihr Jahrestreffen hier in Bad Arolsen abhalten. Ich glaube, der Schlosshof hier in der Mitte unserer Stadt, beim schönen Residenzschloss, gibt ein mehr als schönes. Sehr geehrte Damen und Herren, ein schönes Schloss, was jetzt noch schöner geschmückt ist. Ich bin begeistert. Ich gebe zu, ich bin selber von diesem Porsche-Virus gefallen und insofern ist diese Szenerie, die wir heute hier auf dem Schlossplatz besichtigen können, wirklich fantastisch. Bürgermeister Jürgen van der Horst hat darauf hingewiesen. Alt und jung gemischt. Selbst einige 356er habe ich hier sehen dürfen. Ich finde es wirklich toll, dass aus so einem großen Heizungsgebiet Sie den Weg auf sich genommen haben. Ein Fahrzeug aus dem Laden-Dill-Kreis finde ich besonders bemerkenswert. Bemerkenswert deswegen, weil heute der finale Tag in Herborn beim Hessenpark stattfindet. Aber hier werden offensichtlich Prioritäten gesetzt. Insofern sehen wir auch, was dieses Porsche-Treffen dieses Jahr flankiert, durch die Bau der Stile für einen Stellenwert haben. Ich wünsche Ihnen allen gemeinsam eine gute Zeit hier im schönen Schlossplatz, im schönen Bad Arolsen. Und wenn Sie irgendwann im Laufe des Tages wieder Richtung Heimat fahren, eine gute Rückreise, bestellen Sie schöne Grüße und erzählen allen, wie toll es in Bad Arolsen ist. Herzlichen Dank, alles Gute. Ist es immer wieder schön. Ja, das sprach der Landtagsabgeordnete Armin Schwarz und davor hörten wir den Bürgermeister, der ja schon aufgrund seines Namens in diesen Film gehört. Dann dankte Dirk den Sponsoren und jetzt passt mal auf, was da passierte. Da hatte Dirk doch tatsächlich vergessen, einen der langjährigsten Unterstützer der Jahrestreffen zu erwähnen. Ja, jetzt hast du wieder alles unter die Leute. Ja, so sind sie, die Honoratioren. Schnell aus dem Bild huschen, verlegen, lächeln und das war's. Ja, entschuldige, dass du warten musstest, aber hier wurde gerade gesprochen. Ein Problem. Das wollten wir noch bei Horst TV in den Film kriegen. Ohne Unterstützer und Sponsoren kommt kein Veranstalter aus. Horst TV unterstützt die Jahrestreffen mit Eventberichten in den sozialen Medien. Die Firma Glienicke Classic Cars sponsert die Treffen und ist auch mit interessanten Porsche-Modellen hier direkt in Arolsen vertreten.
Ja, mein Name ist Philipp Hübsch. Ich bin junger Verkäufer bei Klinike Classic Cars. Und ja, wir freuen uns hier zum jährlichen Porsche-Treffen ja, auch dabei zu sein und vom Elfer-Treff das hier mit zu unterstützen. Ist einfach ein super Ambiente hier und man sieht, die Stimmung ist sehr, sehr toll und wir kommen jedes Jahr gerne hierher und sind wirklich gerne dabei. Hallo, ich bin Hendrik Kranzow, bin Veranstaltungsleiter vom Welcome Hotel Bad Arolsen. Und wir freuen uns als Hotel sehr, schon zum vierten Mal dieses Jahr das Porsche-Treffen ausrichten zu dürfen, mitzuorganisieren. Wir sind hier für Speisen und Getränke zuständig und freuen uns auch schon wieder auf das kommende Jahr. Wir bestellen bestes Wetter für das nächste Jahr. Porsche-Event. Wir sind Mora Media. Wir machen Tassen. Ich kann so eine Tasse mal zeigen. Wir machen Tassen, wo dann der Porsche drauf ist, von dem jeweiligen Fahrer. Und wir arbeiten mit der Firma Master Orange zusammen. Und wir hoffen, es wird ein super Event. Trotz des Wetters lassen wir uns nicht verärgern und geben Vollgas und haben gute Laune. Also, wir sind das Kamerateam von Master Orange Motorsport und wir machen hier heute Tassen und wir fotografieren alle Teilnehmer mit den Autos oder ohne die Autos, je nachdem, wie sie es wollen. Und dann machen wir da direkt Tassen. Okay, leider bin ich heute mit dem Kia Sportage hier. Kann man da auch eine Tasse machen? Wir sind ja total schmerzfrei, weil wir machen sogar mit Kia Sportage Fotos. Also dieser Mann ist wirklich immer für eine Überraschung gut und hat wohl vielfältige Talente. Er fotografiert, macht Tassen, ist äußerst schlagfertig, da bin ich sicher. Von Ralf Valetti Ottmars wird man sicher noch so einiges hören und sehen. Ja, Sascha. Ist das auch spülmaschinenfest? Ja, ja, tatsächlich. Du wirst doch wohl diese Tasse nicht benutzen. Die steht doch einfach nur auf deinem Schreibtisch. Nee, das ist genauso wie das Auto, ne? Das wird ja auch benutzt. Mein Name ist Sascha Riedl, ich komme aus Dortmund. Ich komme hier immer nach Arolsen, weil das hier ein super schönes Treffen ist. Ja, ich habe einen neuen FF Porsche, umgebaut so vor 3 Jahren mit 750 PS, 3,6 Liter, vergrößerte Turbolader, Fächerkrümmer, RS-Flügel, ja, und viele Sachen eben aus Carbon und schöne Ausstattung mit Käfig, allem drum und dran. Um jetzt über 700 PS, das ist ja Formel 1, auf die Straße zu bringen, was muss da noch gemacht werden? Oder reicht da ein Seriensportfahrwerk? Ja, Fahrwerk ist geändert, Kupplung ist geändert, ist das Wichtigste. Sollte wenigstens 1000 Newtonmeter aushalten, ist Minimum. Allrad ist nicht abgeschlagen, also der Allrad, der schafft das schon, die Leistung auf die Straße zu bringen. Was muss man da aus der Portokasse nehmen, um das alles zu bezahlen? Ja, das ist, nach oben sind keine Grenzen. Ja, danke Sascha. Wie wir hören, ist man mit einem neuen FF Porsche keinesfalls untermotorisiert. Und wenn man bedenkt, dass ein normaler Turbo um die 450 PS hat, dann muss man schon Porsche fahren können, wenn man mit der nahezu doppelten Leistung unterwegs alles ist. Alles andere behält, oder? Ja. Hier Porsche-Fahrer wie Lello Marino zu treffen, die auch einen neuen FF fahren, ist natürlich besonders schön. Und da parken die beiden Boliden auch gerne nebeneinander ein. Aber nicht so dicht, ne? Wir grüßen Horst TV, das beste TV überhaupt. Wir freuen uns immer wieder, für Horst hier die Fahne hochhalten zu dürfen. Und eure Autos sind ja wohl affengeil. Ich glaube, das sind die PS-stärksten Monster-Porsche, die hier in Aarhus auf dem Platz stehen, oder? Ja, denke ich schon. Ja. Gehe ich mal von aus. Jede Menge PS, Detailverliebtheit und Individualisierung. Das sind die Sachen, die manchen Porsche-Fahrer so richtig glücklich machen. Ja, hallo, Thomas Heimberg, mein Name, komme aus Krefeld und komme immer gerne hin nach Bad Arolsen ins Schlosshof. Eine schöne Veranstaltung, schöne Location und habe mitgebracht meinen 964 Werkstatt. Das Besondere ist hier diese Carbon-Optik. Ja. Ja. Der Markus Bühler aus Maulbronn ist dafür maßgeblich mitverantwortlich, der uns mit diesen Teilen versorgt, teilweise zu seinem Leidwesen nach meinen Vorgaben.
Sag mal, ungefähr eine Hausnummer. Das sieht ja alles sehr, sehr aufwendig und teuer aus. Ja, es geht einigermaßen. Also zum Beispiel so ein Standardteil ist die Zündkabelabdeckung. Die kostet 199 Euro. Da macht ungefähr so eine Hausnummer, wo es lang geht. Ja, also kommen wir doch schon leicht in den etwas höheren vierstelligen Betrag rein. In den Bereich kommen wir sicherlich rein, aber es ist weitaus harmloser, als es aussieht. Ah, hier vorne geht es auch noch weiter. Ja, ja. Das ist doch ein sogenannter Show Porsche. Ein Showcar. Böse Zungen behaupten, es wäre ein Showcar, aber ich fahre da tatsächlich mit. Okay. Aber so hoch und runter automatisch geht nicht mit dem Wagen, ne? Gott sei Dank. Kein Tuning-Auto. Okay, danke. Grüß euch. Hat es nicht geregnet in Lemgo heute Morgen? Oder in Wassertrüffeln? Oder auf eurem Bauernhof? Deswegen 997 heute. Ja, den Mann neben mir, den brauche ich nicht weiter vorzustellen. Das ist Ulf, bekannt aus den Horst-TV-Filmen. Ein Mann, der immer gut ist für ein kleines Statement. Ulf, du bist heute mit einem ganz tollen Wagen hier. Knallgelb. Erzähl mal, was ist denn das für einer? Zinkgelb, ein Spider. Heute ist erstmal auch mit dem Wagen in Bad Arolsen. Fährt sich klasse. Und den roten hast du aber auch noch, den wir in Homberg bewundern durften. Kann sein. Der ist jetzt eingelagert. Aber ist noch deiner. Ist noch meiner. Ja, wir sehen also die Architekten, die Designer, die Tornettstühle entwickeln, die können sich's gut gehen lassen. Dazu sage ich noch nichts, ne? Und ich wünsche dir einen schönen Tag hier in Arolsen. Post. Tschüss. Tschüss. Ich warte auf Action. Norbert, was meinst du, wie viele Porsche sind jetzt hier auf dem Schlossplatz hier in Bad Arolsen versammelt? Also, wir gehen davon aus, dass es so um die 170 Fahrzeuge sind. Wir sind sehr zufrieden, weil das Wetter spielt mit, es ist trocken und es ist relativ warm. Ja, und die Stimmung ist ja auch dementsprechend. Ich sehe, es kommen ja immer noch Leute, ja, und wir haben jetzt immerhin schon 14 Uhr. Das könnten ja vielleicht noch mehr werden. Ich wünsche es euch jedenfalls. Ja, ich wünsche mir das selbst, dass noch ein paar Fahrzeuge dazukommen und ja, dass die Stimmung so bleibt, wie sie ist. Ist herrlich. Ja, wir haben hier regen Betrieb. Es macht Spaß. Pass auf, dass der Hund da sauber bleibt. Ja. Aber auch schön und auf jeden Fall eine Bereicherung hier auf dem Platz. Ja. Aber jetzt mal ein bisschen Körperkontakt, bitte, Paul. Mit den Damen? Ja. Wie geht das denn? Wie machen die das mit dem Vettel? Wenn Vettel das macht, macht auch so, ne? Oh. Jetzt hier richtig runter. Ja, man muss aufpassen, überall, ne? Ja, ja. Wo kam man im Film, ist es immer schön. Oh, Mensch, so lieb. Aber nicht so dicht, ne? Kamera läuft, Action. So, hallo. Ja, lass erst mal in das Bett. Bitte Ruhe, Aufnahme. Also ich würde mich schon mal gerne anmelden, Thomas, für ein Autogramm auf unserem 912 Porsche Aktionsbanner. Ich hoffe, da haben wir gleich Zeit dafür. Ja, genau. Ja, wo ich den Horst jetzt gerade hier habe, das mal zu überbrücken. Wir haben dich vorhin vergessen. Du machst immer tolle Filme für unsere Events. Jedes Jahr hier, macht immer hervorragende Filme, Werbung für uns. Herzlichen Dank natürlich auch nochmal. Das ist sehr lieb von dir, Dirk. Das ist der Horst von der U12er Group. Genau. Ja. Und von Horst TV. Und von Horst TV, natürlich. Da gibt es immer die Videos. Wir verlinken die aber auch. Damit ja, damit habe ich gemerkt. Prima. Und ja, wird auch. Wir wissen was, ne, beim Horst TV. Also, ich kannte das vorher auch nicht so genau. Ich habe das zwar schon mal gesehen, das Logo, aber wusste ich nicht, was die alles ganz genau machen. Aber da scheint es auch echt viele Filme schon zu geben. Und eine ganz tolle Sache, glaube ich. Ne? Und insbesondere über den Porsche 912, der ja immer noch ein Stiefkind ist bei der Porsche AG selbst. Gut, so, Angie. Das schien dem guten Dirk jetzt doch etwas aus dem Konzept zu laufen und er rief schnell nach seiner Angie. Dabei wollte ich doch nur über Brücken helfen. Aber jetzt wieder ernst, es geht um die gute Tat des Thomas Sandmann und seines Teams. Lieber Thomas, wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, denn das ist nicht selbstverständlich, dass du heute gekommen bist und das noch mit einer ganz hübschen Verstärkung. Auch hier wollen wir uns bedanken. Das Ganze hat Thomas Sandmann für uns kostenlos organisiert und das ist wirklich, also
der Strafe wert, darüber zu sprechen. Du bist vom Nürburgring gestern Abend noch angereist, durchs Unwetter noch durch. Wir haben dich erst um 10:30 hier empfangen können. Und dass du das für uns getan hast, du hast uns das Race-Taxi gebracht. Diese Aktion ist ganz fantastisch, denn eine Mitfahrt mit diesem Auto rettet einem Kind in Kambodscha das Augenlicht. Die ganze Zukunft hängt eigentlich an diesem Augenlicht ab. Und das machst du unentgeltlich auch. Und das ist eine ganz, ganz großartige Leistung. Und dafür bedanken wir uns. Ja, vielen Dank für die Worte. Die Organisation hier ist auch wirklich ganz toll. Und jetzt muss man eigentlich hier Angie und Susanne ja eigentlich auch mal loben. Also bitte jetzt gleich nochmal klatschen. Ja, herzlichen Dank nochmal von mir, von uns allen, denke ich. Auch nochmal bei unseren fleißigen Helfern, Porsche und Tour. Und bei allen Teilnehmern. Natürlich bei euch allen, die zu uns gekommen sind, trotz des Wetters. Das ist ein ganz, ganz großes Dankeschön. Hohe Achtung, dass ihr eure Fans hier rausgeholt habt, trotz dieser miserablen Vorhersage. Natürlich bei unseren Sponsoren, Klinike und Spektul. Und jetzt werden wir die weitesten Anreisen und die ältesten Fahrzeuge aus. Dann können wir das gleich, denke ich mal, relativ zeitnah werden wir das jetzt machen, weil einige habe ich gehört, die wollen schon nach Hause, wie in der Wetterprognose. Wir werden das jetzt in Kürze im Anschluss dann die Pokalvergabe machen. Dankeschön. Ja, und hier der Horst TV wollen wir nochmal erwähnen, der uns alles filmt. Und ja, was ich auch toll finde, sind die geführten Gruppen. Porsche und Tour habe ich gehört, 11er Treff, hier die Porsche 912 Uhr, 12er Gruppe. Ne? Also, das ist ja schon eine tolle Sache, wenn die jetzt hier alle an den Strand ziehen. Ne? Und habt ihr toll gemacht. Ja, vielen Dank und wir hören uns gleich wieder. Und jetzt sind wir auch schon mitten in der Preisverleihung für die weiteste Anfahrt und das älteste Auto auf dem Platz. Hey, wir haben eine riesen Freude, dass wir hier den Pokal in die Schweiz holen können. Seit Jahren haben wir mal raufgekommen in die wunderschöne Atmosphäre. Danke vielmals. Hallo, ich bin der Robert und wir waren hier jetzt wieder auf dem Jahrestreffen und haben das zweitälteste Auto und haben dafür einen wunderschönen Pokal bekommen. Ich sage Dankeschön an die Veranstalter. Langsam ging auch dieser aufregende Tag hier in Aarhusen wieder zu Ende. Während die ersten Porsche-Fahrer im Schritttempo vom Schlossplatz rollten, wollte ich, Thomas Sandmann, schnell noch an das versprochene Autogramm auf unserem Porsche 912 Actionbanner erinnern. Der hatte sich nach diesem anstrengenden Tag schon etwas hingelegt, aber er löste sein Versprechen dann doch noch. So, wir haben hier das Porsche 912 Actionbanner und Thomas Sandmann ist jetzt so nett und signiert das. Wir haben ja schon ganz illustre Persönlichkeiten unterschrieben, Thomas, wie zum Beispiel Ivo Rübner, den kennst du vielleicht vom hier ist Walter Röhrl. Vielleicht da, ja. Ich habe gesagt, ich soll hier irgendwie Zettel drunter legen. Ja, machen wir mal so, ne? Und das wäre toll, wenn wir dich jetzt hier auch noch drauf kriegen. Ne? Aber möglichst so, dass man es wieder lesen kann. Ja, das kann man schon. Thomas. Das sieht gut aus. Kannst du noch irgendwie was typisch, deine Rennserie oder irgendwie was dazu schreiben? Schreib's hier oben drüber, bitte. Achso, jetzt habe ich hier schon angefangen. Ja, gut. Porsche, kann ich lesen. Taxi, das war ja der Aufhänger, deswegen ich heute hier war. Ne? Gut. Thomas, vielen Dank. Gerne. Die Porsche 912 Group grüßt dich und wünscht dir immer viel Erfolg bei deinen Rennen. Ja, euch auch. Ne? Und ich hoffe, wo sehe ich das dann? Auf Horst TV? Ja? Horst TV, das ist ja jetzt bei dir. Wenn du aufwachst nachts, dann ist Horst TV präsent. Dann ist Horst TV immer drin. Und bei YouTube oder wir haben auch einen www.kanal und da findest du was. Wunderbar. Der Dirk vom Elbertreff heute. Kleines Fazit zu unserem Jahrestreffen 2016. Letztes Jahr hatten wir wie bekannt um die 400 Autos hier oder an die 400 Autos. Dieses Jahr ist es nicht ganz so viel geworden. Wir waren vorhin so bei 170, jetzt werden es so knapp 200 sein. Es sind doch noch einige gekommen, als das Wetter besser geworden ist. Wir können aber, glaube ich, ganz zufrieden sein, weil es waren ja Unwetter gemeldet, Starkregen, Hagel, ich weiß nicht, was noch alles teilweise runtergegangen ist. Und trotzdem sind die Leute bis aus der Schweiz zu uns gekommen heute, aus Berlin, Schweiz, überall her. Haben sich also manche gar nicht abschrecken lassen. Viele aber verständlicherweise doch, kann man ja verstehen bei den wunderschönen Autos und dem nicht ganz so guten Wetter dieses Jahr. Man kann ja nicht jedes Jahr Glück haben mit dem Wetter.
Aber wir wissen ja, wie voll es ist, wenn das Wetter gut ist. Und ich denke, wir können auch ganz stolz sein, dass das trotzdem so voll ist, wenn das Wetter mal richtig schlecht ist wie heute. Und ich denke, das passt. Der Thomas war heute hier mit seinem Race-Taxi, haben wir interviewt. Die Stadt war da, Landtagsabgeordneter war auch da. Es hat super funktioniert alles heute. Viele Besucher waren da, das freut uns. Herzlichen Dank an euch alle, wenn ihr euch seht. Natürlich auch an unsere Sponsoren, Rektoren und Klinike. Und an Engie, Porsche und Tour, die uns hier freundlich unterstützt haben, mitgeholfen haben. Und an den Horst natürlich mit seinem Horst TV, dass er immer diese vielen tollen, bunten Werbevideos für uns dreht, damit ihr den Weg zu uns auch findet. Ja, herzlichen Dank. Angie, willst du auch nochmal winken? Wink nochmal in die Kamera. Angie winkt auch nochmal in die Kamera. Der hat hier noch einen Pokalgewinner. Ich denke, ich verabschiede mich schon mal und herzlichen Dank.